Ich denke, dass die Motivation der Ehrenamtlichen sehr unterschiedlich ist. Das kann das Engagement gegen Missstände in der Gesellschaft sein. Das kann aber genauso gut, so wie es bei mir war, sein, der Wunsch, etwas zurückzugeben. Mein Glauben hat mich in ganz vielen Situationen in meinem Leben getragen. Und ich möchte jetzt einfach ein wenig von dem, was ich an Positivem erfahren habe, zurückgeben. Sehr stark geprägt hat mich meine Erfahrung als ehrenamtliche Hospizbegleiterin. Die vielen menschlichen Beziehungen, die ich da erleben konnte, das Vertrauen, das aufgebaut worden ist und das uns durch ganz viele schwierige Gespräche getragen hat, das ist etwas, was man nie vergisst. Ich denke, dass die Hauptmotivation aller, die sich in der Kirche ehrenamtlich engagieren, der Zusammenhalt der Gesellschaft ist, ihren Beitrag dazu zu leisten. Und das tun sie eben an den ganz unterschiedlichen Stellen, ob sie sich für die Tafel engagieren, ob sie sich für Alte oder für Flüchtlinge engagieren oder aber auch in der Kirchenleitung. Ich nehme wahr, dass das Ehrenamt in der evangelischen Kirche durchaus in einem Umbruch begriffen wird. Früher war es sehr häufig so, dass die Ehrenamtlichen die Zuarbeit gemacht haben für die Pfarrerinnen, für die Hauptamtlichen. Das verändert sich und hat sich schon verändert. Viele Ehrenamtliche wollen ihre Lebenserfahrung, ihre Erfahrung aus der Arbeitswelt, aus ihrem privaten Bereich in die Gestaltung ihrer Kirche einbringen. Und das geht nur, wenn sie das auf Augenhöhe auch von den Hauptamtlichen wahrgenommen sehen. Und diese Veränderung noch weiter zu tragen, also wirklich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen hinzubekommen, das ist noch eine große Aufgabe. Ich denke, dass das, was ich eben angesprochen habe, diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe, der gegenseitige Respekt, das Anerkennen, dass die Ehrenamtlichen mit ihrer Lebenserfahrung einen ganz eigenständigen Beitrag einbringen. Und so ist es ja auch gewollt unter dem Stichwort Priestertum aller Getauften, dass das noch stärker wahrgenommen wird und auch in die Ausarbeitung und Weiterentwicklung der Ehrenamtskultur eingebaut wird.